Die beiden größten Gruppen innerhalb der Angiospermen oder bedecktsamigen Pflanzen sind die Eudikotylen und Monokotylen. Sie unterscheiden sich in verschiedenen Merkmalen, so dass sie sich leicht voneinander abgrenzen lassen. Für die meisten Kriterien finden sich allerdings auch einzelne Ausnahmen, wie so häufig in der Biologie. Diese Tabelle gibt eine gute Übersicht. In der linken Spalte sind die Eudikotylen aufgeführt, rechts die Monokotylen. Wie die Namen bereits sagen, haben die Eudikotylen zwei Keimblätter und die Monokotylen nur eines. Bei den Eudikotylen werden die Blütenorgane meist in der Zahl 5 oder 4 angelegt, gelegentlich auch als Vielfaches davon. Eine solche Blüte besteht typischerweise aus je 5 Kelch-, Kron-, Staub- und Fruchtblättern. Bei den Monokotylen sind Blüten dreiteilig oder ein Vielfaches davon. Eudikotyle Pollen haben 3 Keimfurchen mit je einer Keimpore darin. Monokotyle hingegen nur eine. Die Blätter zeigen eine Netznervatur, gegen das Licht gehalten erscheinen die Leitbündel netzförmig strukturiert. Bei den Monokotylen sind die Leitbündel parallel angeordnet. Das Blatt des Apfelbaums als eudikotyle Pflanze zeigt die typische netzartige Organisation der Leitbündel. Wohingegen Bambus als monokotyle Pflanze parallel angeordnete Leitbündel aufweist. Bei den Eudikotylen sind die Leitbündel im Querschnitt der Sprossachse typischerweise ringförmig angeordnet. Bei den Monokotylen dagegen sind sie über den ganzen Querschnitt verteilt. Charakteristisch für die Eudikotylen ist, dass ihre Sprossachse und Wurzeln sekundär in die Dicke wachsen können. Diese Fähigkeit fehlt bei den Monokotylen. Eudikotyle bilden eine Hauptwurzel, aus der Seitenwurzeln hervorgehen, was man als Alloritzes Wurzelsystem bezeichnet. Bei den Monokotylen entstehen zahlreiche gleichwertige Wurzeln, dort, wo die Sprossachse den Boden berührt. Diese Organisationsform nennt man Homoritz.